So, heute möchte ich zeigen, wie man die Dichtflächen planen, wo der Zylinderkopf mit 2,5 Kilo angezogen wird. Hier sind meistens irgendwelche billig weichen Beilagscheiben und keine harten. Und wenn das nicht geschliffen, plan ist, dann da ist keine Kupferdichtung. Ja? Nur diese harte Beilagscheibe. Und wenn das nicht dicht ist, dann rinnt es bei den Stehbolzen schön langsam runter. Und keiner weiß, warum das Öl kommt, weil hier keine Ebene ist. Das ist uneben. Das ist einmal also locker gewesen, der Kopf. Damit ist es nicht mehr schön. Das wollen wir jetzt machen. Jetzt möchte ich da mit den drei Backenfutter hier anlehnen, voll anstoßen, damit ich eine Parallelität habe zu dieser Fläche. Ich habe sogar meine Backen extra abgedreht, damit ich nicht vorne am Kopf anstoße, sondern mit der Planfläche. So. Der Wahnsinn, das ist ein guter Millimeter. Wenn man es einmal abdreht, dann sieht man, da wird was weggenommen, aber das ist alles noch nicht perfekt. Also das werden wir gleich sehen. Da ist noch immer uneben. Das haben wir jetzt schon schön plan. Aber da leider noch immer nicht. Also wie der Kopf verzogen ist schon. Da noch ein bisschen. Ja, wird schon. Noch immer. Jetzt ist es sauber.
Jetzt kann man dann schon eine Beilagscheibe drauf geben. So. Jetzt muss ich dann den 3-Backen-Futter auf ein 4-Backen-Futter, damit ich das dann hinten einspannen kann, aufs Mittel zentrieren, damit ich das dann ausdrehe. Aber jetzt will ich noch was anderes zeigen. Komm. Was die Leute selten machen, ist, dass sie mal einen Ventildeckel, weil der ist ja plan, darauf geben, ohne Hutmutter, ein bisschen festziehen. So, jetzt ziehe ich das ein bisschen fest. Und jetzt müssen wir schauen, da der Luftabstand. Hier, was ich da für Luft habe. Wenn wir das auf der anderen Seite, das ist noch schlimmer. Da, was, ich habe den Deckel angezogen. Aber weil die Leute beim Demontieren immer auf diese Fläche klopfen, ist es uneben. Und dann, wenn der Ventildeckel dicht und nicht dicht ist, dann ist immer der Proxy schuld, weil der verkauft ja schlechte Dichtungen. Statt dass sie mal das planen. Wenn ich da jetzt, das geht wie Butter. Das klopfe ich wieder gerade. Schau, der hat den Spalt schon. Jetzt gefällt es mir besser vom Luftspalt. Jetzt kann ich eine Ventildeckeldichtung, weil original waren sie 2 mm, reingeben und dann dichtet das auch ab. Aber wenn das so eine Wellenlinie hat, wie will das abdichten? Schuld ist natürlich immer der, der was die Dichtungen verkauft, nicht der, was montiert. Und was vielleicht auch eine interessante Sache ist, ich habe früher immer hier die Ventildeckeldichtungen angeklebt, aber immer wieder stehen sie schief drauf dann. Ich gebe heute schon hier die Ventildeckeldichtung fix drauf und nur den Deckel dann draufstellen, ja, und schauen, dass sie ordentlich abdrückt. Das war es eigentlich.